Blutrausch und damit herzlich willkommen zu Schatten von Mordor. Blutrausch fordere Gut auf der Blute heraus, indem du seine Uruks in kürzester Zeit niedermetzelst. Belohnung 70 Machtpunkte. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du dich ihm stellst. Ja. Machtstufe 11. Wird eine Herausforderung. Töte die Uruks so schnell du kannst, um den Zorn des Häuptlings zu wecken. Je nach 45 Sekunden. Alter, verdammt. Soll ich das wirklich schaffen? Weiß ja nicht mal, wo er ist. Alter, wie soll ich das bitte schaffen? Da war doch ein Geräusch. Nope. Alter, darum. Das sind noch ein paar. Warte. Und den kriege ich auch noch. Fuck, habe ich nicht mehr gekriegt. Okay, warte, jetzt muss es schnell gehen. Komm, jetzt dich habe ich, komm. Jawohl. Ist erschienen. Boom. Hurra, hurra. Alter, das sieht richtig krank aus. Du kannst Klappe halten, komm. Wo ist er denn? Ha? Ich wollte eigentlich einen Überraschungsangriff machen, aber er ist mir leider noch zuvor gekommen, ha? Alter! Geh doch weg hier! Ich werde ein Lied aus deinen Schreien komponieren! Jawoll! Zu schnell für dich! Okay, das hat nicht funktioniert. Das funktioniert schon besser. Du, Made! Oh, schade, ich habe keine Pfeile mehr. Langsam, langsam. Beim Töten sollte man sich wirklich etwas Zeit nehmen. Oh, das will ich nicht versuchen. Sonst ist es schon der Tod, dass du schauen kannst. So viel Blut, Freundchen. Schönes, tolles Blut. Alter, what the fuck? Wie krank bist du eigentlich, ha? Das war's schon? Machtstufe, ich glaube, 12, 13, 11? 11, ja. Schau dir. Ha. Bitte, das war jetzt mal ein leichtes. Ja. Ich gehe mal gleich hier von der schönen Faust. Das ist gleich in der Nähe. Können wir das auch noch machen? Ja. Da oben ist sie schon. Nein. Ich muss den Pfeil mitnehmen und dann hoch. Lass hoch. Schweig. Für jede Beleidigung, ob wahrhaftig oder bloß eingebildet, werden die Sklaven von ihrem brutalen Zuchtmeister hingerichtet. Rettet sie vor diesem ungerechten Schicksal. Nichts lieber als das. Rettet die Sklaven. Zusätzliche Ziele. Also töte Uruks, nachdem du sie mit der Fähigkeit anlocken zu dir geführt hast. Okay, also die muss ich hier befreien. Okay, das wollte ich nicht. Bin wieder rüber. Okay, ich muss mich jetzt hier irgendwo verstecken. Halt! Oh, jetzt geht doch da runter! So, jetzt. Ah. Kann ich die jetzt noch
drücken und dann einfach mal hochrennen. Oh, ist hier hoch? Das oder liegt er mich? Hab dich! Also, der Beweis, es funktioniert, Leute. Wenn ihr es nachmachen wollt, ihr wisst, wie es geht. Kannst du mich hören? Wir brauchen Hilfe! Ja, komm, halt die Klappe. Oh. Schleicht da jemand umher? Oh oh, jetzt habe ich zwei angelockt. Im Arsch. Nope, 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 nope. Ich will unbedingt das Missionsziel haben. Also müssen wir es auch bekommen. Was für ein Feigling. Okay. Du stirbst, dann habe ich zwei. Und wenn ich jetzt noch einen hole, habe ich drei. Warte, ich kann. Ah. Oh. Wie mache ich das jetzt? So, das müssen die drei sein. Ich? Ich hab ihn doch angelockt. Hä? Nee, komisch. Ich dachte, ich habe ihn angelockt und ihn dann getötet. Jetzt! Das war die drei. Hier rüber! Hilf mir! Der Tag ist wohl abgehauen! Nö, ich bin genau hinter dir gewesen. Ha, Idiot! Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! So, hab ich noch einen. Hier habe ich noch einen, der Hilfe braucht. Befreie mich oder töte mich. Mir soll es gleich sein. Nee, nee, ich bin frei. Danke. Ich will doch keine Mitmenschen von mir. Und hilf, los, bitte. Lauf! Schon? Jetzt die drei Sklaven? Ich weiß es. Oh ja, einfach. So. Entschuldigung, ich muss mal kurz sitzen. So. Einführung ausgestoßene Rettungsaufträge. Okay. Durch das Abschließen von ausgeschlossenen Rettungsaufträgen ist es eher wahrscheinlich, dass Ausgestoßene dir helfen, indem sie dir Informationen über Häuptlinge bringen oder sie gegen ihre Peiniger wenden. Um diesen Ort zu beleidigen. Doch ich würde es nochmal tun, nur um dich kämpfen zu sehen. Okay. Habe ich da gerade etwas gehört? Na nö, ich laufe jetzt einfach mal nur durch. Da ist er! Lass den Schrank bluten! Moment! Ich rieche etwas! So, komm. Achso, ich kann hier nicht hoch. Nö. Dann muss ich warten. Jetzt sind wir schon wieder hier hinter mir, ha? Ja, komm. Oh, ich töte dich jetzt schnell mal. Ganz einfach. Ohne jede Mühe. Ja, komm. Nö, hab ich nicht ganz geschafft, okay. Dafür jetzt. Dankeschön. Und ich kriege ich jetzt. Oh, gute Nacht. Zack, ja. Das gibt's auch noch. Du hast es wollen. Ist deine Schuld. So. Konfrontation.
Besiege Otha Fleischbrenner, um eine besondere Verbindung zu erhalten. Naja, das war eh ganz einfach, natürlich. Sieht schon mal ziemlich gefährlich aus, ne? So, allein Schaden durch Kampftodesstöße, allein Schaden durch Fernangriffe. Okay. Dann weiß ich schon wieder einiges über diese Person. Und hab dich. Puh. Das ist aber einfach. Ich frage mich, wer von uns dich zuerst tötet. Das weiß ich selber nicht. Ich weiß nur, du sicher nicht. So, komm. Stirb jetzt. Oh, Mann, oh. Ist so einfach gewesen, ha? Oh, oh. Bogenschützen. Hi. Bonjour. Guten Tag. Und dich habe ich auch noch lieb. Und dich auch noch. Und jetzt schauen wir. Wie einfach alle auseinanderfallen. Du nicht? Komisch. Erst jetzt. Und mit dieser Folge war's. Also mit diesem Kampf war's das auch wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, gern auch ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.